Hier spricht Ustra, das ist folgenreich, wieder einmal mit The Last Remnant. Dankeschön an Flyle, ich hoffe du und auch ihr anderen da draußen habt viel Spaß mit dieser Folge. Ich mache nochmal einen Kampf hier mit Catmon, denn wir müssen ein bisschen die Zeit uns vertreiben, bis wir dann endlich weitermachen können mit der Hauptstory. Und ich denke mal, ein bisschen kämpfen hier gegen das, was es so zu kämpfen gibt, ist eine coole Sache. Außerdem sind wir noch dabei. Wir können aus der Ferne angreifen. Ich denke wirklich, wir lassen die Gegner zu uns kommen. Außer jetzt irgendwelche anderen Monster sind super nah dran, aber anscheinend nein. Also können wir auch hier mit Magie angreifen. Wow. Bleibt auf den Beinen, okay. Und Flächenangriff aus der Ferne. Ich wollte schon gerade sagen, wir müssen doch gar nicht ranlatschen, oder? Das wäre nämlich ziemlich blöde gewesen. Und ich hoffe, die anderen müssen jetzt auch immer noch ranlaufen, damit wir nicht unbedingt jetzt mittendrin stehen, statt nur dabei. Mystische Geschosse 2. 800 und einmal Giftgas 3. Wow. Wow. Die sind erledigt. Ja, Catmon selbst ist natürlich auch dabei. Ich gucke mal, was alles so funktioniert. Und ich bin auch noch nicht sicher, ob wir die Gruppen so behalten, auf lange Sicht gesehen. Auch hier sieht man, Emma hat irgendwann mal Giftgas gelernt in der Vergangenheit. Wow, die können... Naja, das war nicht so viel Heilung. Ich wollte gerade meckern. Aber anscheinend ist erstmal alles in Ordnung. Die Gegner selbst bewegen sich ein wenig zumindest. Kann ich hier Doppelschlag? Okay. Hier kann ich irgendwas angreifen. Hier kann ich irgendwie angreifen. Die müssen weiterhin vorrücken. Und ihr könnt auch hier mit Flächenangriffen weiterkämpfen. Warum nicht? Immer so, wie geht. Solange wir nicht gestunt werden in irgendeiner Form. Und unsere Attacken ausrichten... Wow, wie viel Damage war das denn? Und unsere Attacken ausrichten können, sollten wir... Wow, offensichtlich nichts treffen. Schade. Das hat nicht einer getroffen von denen. Sehr merkwürdig. Aber zumindest scheinen die mal jetzt ein bisschen stärker zu sein als die letzte Gruppe, mit der wir gekämpft haben. Und die sind eher in unserem Levelbereich, sag ich jetzt mal. Wobei auf den ersten Blick sind die auch relativ schwach. Ups. Windmühle und mächtiger Konterhieb. Mit 9800 beenden wir den Kampf. Wow. Stärke plus und aufladen, provozieren. Was bringt das nochmal? Abwehr minus, na das ist egal. Ich glaube, wir sollten den Oberschaman mal ein bisschen erledigen. Ich habe das Gefühl, der ist gerade hier die Nervbacke, die uns hier so ein bisschen nervt. Na gut, unterstützt die mit Kampfkünsten. Wir erledigen den da. Mit 81 Angriffskraft. Jawohl, machen wir das. Natürlich. Doppelschlag 2 gelernt. Sehr schön. Oh, fuck. Selbstzerstörung. Alter, wir sind hier nicht bei Pokémon. Intelligenz plus. Ich hoffe... Nicht noch irgendein Idiot kommt auf diese tolle Idee, sich selber in die Luft zu sprengen. Das wäre wahnsinnig nett. Das hat doch scheiße viel Damage gemacht. Sehr gut. Gegnerische Verstärkung. Jetzt sollten wir gleich aber mal... Oh, ein Seelenlord. Ach du Scheiße. Oder zwei Seelenlords. Wir sollten gleich versuchen, dass wir, bam, dass wir gleich mal eben unsere Hauptgruppe wiederbeleben, wenn wir schon mal dabei sind. Sehr schön, Loki, wenn wir schon mal dabei sind. Drachenflug, jawollo. Oh, der ist sofort dran, der Seelenlord. Das sind doch zwei von den Viechern, scheiße. Gut geblockt.
Wow, dass die auch sofort dran sind, ist natürlich eine harte... Oh mein Gott, ist natürlich eine harte Nummer. Ist euer Ernst, uns so anzugreifen? Ernsthaft? Und bringt Gruppe 5 zurück oder kämpft gegen den, Oh shit, wir sind hier völlig abgeschossen. Wir sind hier völlig abgeschottet von dem Rest des Kampfes. Oh Gott, und wir können keinen wiederbeleben. Shit. Bringt Gruppe 1 zurück. Kämpft gegen den aus der Ferne angreifenden Seelenlord. Schutz suchen. Ich glaube, wir sollten die Kleinen erstmal eliminieren. Das ist der Plan hier, denke ich. Hoffe ich, dass das klappt. Aber erstmal werden wir Gruppe 1 beleben. Das ist der Plan. Sehr gut. Intelligenz kriegen wir auch noch gleich dazu gestellt. Das ist sehr schön. Wofür wir die auch immer brauchen. Und da müssen wir erstmal so eine Gruppe hier auseinanderfäseln. Besser ist, bevor wir hier jetzt noch in weitere Hinterhalte und Flankenangriffe geraten. Das macht mir natürlich Sorgen mit den Dicken. Entmutigen ist okay. Das wird uns nicht umbringen. Quadrille. Dreimal getroffen. Haben nicht so viel Leben, ein Glück. Boah, die haben einen Lebenspunkt. Wo kommen die denn noch her? Oh mein Gott, wir müssen unbedingt die Seite wechseln. Aber ich glaube... Oh, wir leben noch. Nice. Unsere Moral ist auf einmal richtig in den Dreck gegangen. Aber wir leben noch. Ich denke mal, wir werden in Gruppe 5 heilen. Ihr werdet euch hochheilen. Und ihr seid irgendwie alle hier. Also wer... Ach, das ist immer die falsche Taste. Ich will immer diese Taste machen. Ja, wir werden ihn angreifen und wir werden hier versuchen, den Spieß umzudrehen. Denke ich. Maybe, vielleicht. I hope so. Mal gucken, was passiert. Niemand weiß es, aber wir werden unser Bestes geben. Lebenspuder. Wir müssen uns nicht noch beleben. Na gut. Anschalten müssen wir es doch. Ein Glück, dass wir das gemacht haben. Die Moral ist völlig auf Null. Es war klar, dass diese Gruppe stirbt. Oh mein Gott, wir werden überfallen beim Wiederbeleben. Das habt ihr nicht wirklich gemacht. Wow. Fiese Nummer. Komm schon. Komm schon, triff irgendwas. Leider nur einen getroffen. Er ist verstummt. Sehr schön. Trotzdem mache ich mir Sorgen, dass die Gruppe von Roberto umfällt. Mist. Bringt Gruppe 4 zurück. Ja. Leben hochhalten. Ja. Wir sind so wenige. Wir sind so wenige. Warum sind diese Vögel gekommen? Doppelschlag. Sehr gut. Wenigstens eine Sache, die wir so ein bisschen lernen können. Ich glaube, wir sollten uns heilen. Danke, Pages. Vielleicht fällt doch keiner um. Komm schon. Aufstehen, abgehen. 3 Tage lang wach gehen. So, jetzt haben wir diese Gruppe komplett geheilt. Wir selber sind auf Hälfte. Das könnte problematische Probleme geben. Säureatem. Ich hoffe, er trifft nicht noch mehr Leute. Ah, er trifft niemanden. Nice. Die Runde ist verschwendet. Die müssen sterben, Zaubermeister. Weil die machen hier richtig Probleme. Wow. Oh Gott. Wir improvisieren mal.
Wir müssen hier die Zaubermeister erledigen. Das ist erstmal Plan Nummer 1. Und dann müssen wir mal gucken. Oh, fuck. Ob wir irgendwas eventuell hier heilen können und noch retten können. Es sieht zwar gerade nicht danach aus. Monduntergang. 7000er Damage. Nice. Oh, David, du bist unser Held. Ich hoffe, er trifft nicht mit Säureatem. Kann natürlich immer passieren, dass wir von sowas umfallen. Ja. Natürlich. Genau, jetzt die Zaubermeister eben umreißen. Und dann sind wir die wenigstens los. Nicht ohnmächtig hauen. Töte ihn. So. Die Gabe des Talismans. Auf jeden Fall machen wir das mal. Und hier versuchen wir mit Lähmungsgas anzugreifen. Ich versuche zumindest. Sehr gut. Gabe des Talismans. Erstmal müssen wir uns ein bisschen heilen. Und schützen. Und das sieht jetzt auch erstmal ganz gut aus, auch wenn wir nicht viel Leben zurückgeholt haben. Weißer Atem. Lädt. Ausgeschaltet. Nice. Ich meine, so viel Leben haben die nicht. Wir müssen es halt nur hart am Riemen reißen, sag ich jetzt mal. Das war gut. Ja, wir widerstehen dem Angriff komplett. Wir sind immer noch im... Was haben wir jetzt erfrischt, genau? Achso, wir sind nicht mehr verätzt. Entmutigen sollte nicht so schlimm sein. Sehr gut. Solange wir nicht das Problem haben, dass wir jetzt an zwei Fronten kämpfen müssen, also ein Seelenlord... Ah. Dass noch ein Seelenlord, dass beide Seelenlords überleben und unsere eine Gruppe noch zusammenfällt, dann haben wir ein Problem. Darauf sollten wir achten, dass das nicht passiert. Ich versuche zumindest, dass das nicht passiert. Im Moment sieht es auch ganz okay aus, wenn ich das so von mir selber behaupten darf. Wir scheinen immer noch unter Schutz zu stehen. Wir improvisieren einfach mal und wir versuchen natürlich durchzuhalten. No. Aber ich denke nicht, dass wir gewinnen werden. Oh Gott, wir leben noch. Schade, das war's. Mit einer Gruppe können wir hier nicht gegen zwei gewinnen. Durchhalten. Wir können nur versuchen durchzuhalten und darauf zu hoffen, dass wir schneller sind als der Gegner. Gut ausgewichen. Einmal Funke. Einmal beleben. Gut überdacht, aber ich glaube, es wird nicht mehr helfen, wenn jetzt der andere Vogel von der anderen Seite in die Flanken reißt. Wir können nicht mehr beleben. Nice. Widerstanden. What? ja, wir können nichts mehr machen. Wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir eventuell überleben können. Auch. Aber... Ich meine, wir haben noch nie das Glück gehabt, dass wir mit der Hauptangriffsfront sozusagen die letzten Angriffe abblocken, aber... Oh, wow. Wenn ich das immer noch so sagen darf, wir schlagen uns weiterhin ganz gut. Na, wenn wir denn mal treffen würden. So, und wir heilen uns auch ganz gut. Also wir sind noch nicht tot. Das könnte jetzt passieren, dass wir jetzt tot sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind verätzt. Wir sind kurz davor. Wir können weglaufen und uns heilen. Aber ich glaube nicht, dass es was bringen wird. Ich würde gerne... treffen. Na, das war's. Okay. Schade. Das war aber diese Folge The Last Remnant. Mit ein bisschen Game Over, mit ein bisschen Versuchen hier weiterzukommen. Mal schauen, ob wir und wie wir es beim nächsten Mal besser machen würden. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst doch ein bisschen Unterstützung da. Das würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.